sag mal, die Geräusche des Ruhrgebiets, wo ich wusste, dass es die bald nicht mehr geben wird. Wir machen Ruhrgebietsklänge und halt so aus dem Alltag, was man halt so Geräusche halt, was man so mitkriegt. Und das hat damit angefangen, dass wir halt geguckt haben, was wir auf dem Heimweg für Geräusche mitkriegen. Ich wollte sagen, dass wir auch die ganzen Sachen auch von damals aus dem Ruhrgebiet stammen. Und mein Opa, der war auch Zechenleiter in der Zeche Hugo. Früher war das ja auch ein bisschen laut, so in der Zeche. Da haben die ja gearbeitet und das, was wir jetzt machen, das ist ja auch eher so laut. Hier haben wir einen alten Wäschestampfer. Mach mal. Wenn ich das dirigiere oder die Kinder spielen einen Rhythmus, dann wird daraus aus dem Lärm Musik.